Wir begrüßen Sie zum 7. Livestream-Konzert on Air aus dem Dachsaal des Ensemble Modern in Frankfurt. Wir, das sind meine großartige Kollegin, die Schlagzeugerin Rumi Ogawa, die auch die Idee hatte, heute etwas aus unserem gemeinsamen Repertoire zu spielen. Das ist das Team von der Seehund Media, die uns den zuverlässigen Livestream ermöglichen. Und mit mir Christian Hommel als Oboist des Ensemble Modern. Zunächst beginne ich mit Barkal für Oboe von 2011 des israelisch-palästinensischen Komponisten Samir Odeh Tamimi. Samirs Fühlen, Denken und Komponieren beschäftigt sich oft mit dem Leben und Leiden der Menschen in den Brandherden unserer Welt. Ihn interessieren Berührungen zwischen Kulturen, Berührungen zwischen Religionen. Barkal ist ein kleiner Berg im nördlichen Sudan, an dessen Fuß sich mehrere Nekropolen aus verschiedenen Epochen befinden, die zum Weltkulturerbe der UNESCO gehören. Das archäologische Nacheinander als Utopie für ein gleichzeitiges Miteinander. Samir Odeh Tamimi beherrscht die Farbpaletten neuester kompositorischer Technologien, fügt ihnen aber seine besondere existenzielle Expressivität hinzu. Wie unter Druck läuft seine Musik heiß. Sie werden gleich hören, dass die Oboe weniger geblasen wird, sondern mehr unter Pression bepumpt wird. Aus dem Einatmen wird hier ein Betanken der Lunge unter Zeitdruck. Circa 5 Minuten Barkal von Samir Odeh Tamimi. Thank you.
Hören Sie als nächstes Werk Kathy Millikens Catalogue of Blue, das sie 2013 für Rumi Ogawa und mich komponiert hat. Kathy Milliken war als Oboistin meine Vorgängerin und Gründungsmitglied des Ensemble Modern. Sie wurde danach Direktorin der Education-Abteilung der Berliner Philharmoniker und ist eine weltweit gefragte Komponistin. In Catalogue of Blue lässt sich Kathy Milliken vom Klang der asiatischen Oboeninstrumente Duduk und Chennai inspirieren und entlockt in neuartigen Mischungen mit dem Schlagzeug, deren Klanglichkeiten auf atemberaubende Weise der europäischen modernen Oboe. Rumi, also du spielst Rahmentrommel, sehe ich schon. Was ist noch besetzt? Also erstmal Teil A, dieser Katalog, da hat sie von A bis D, also A, B, C, D, vier verschiedene Klänge zusammengestellt. Und Teil A, da hat sie die Rahmentrommel genommen, das ist eigentlich aus arabischem Raum kommend. Fellinstrument. Und das ist Blues Blue. Und Teil B heißt Blue Indigo, andere Blue. Da hat sie nur Metallinstrumente zusammengestellt. Das ist eine thailändische Gongs und Kuhglocken und Becken und Springdrum. Und Teil C, da hat sie nur kurz klingende Instrumente, Metall und Holz und Fell zusammengemischt. Das ist der Teil Blue Green. Das ist eine Blue Green, genau. Und Teil D, das ist Blue Violett. Das ist eigentlich nur noch die Plattenglocken und Becken, also Metall, aber sehr lang klingen lassen. Mhm. Also diese vier verschiedene Klänge, je nach dem Blue. Und der letzte Teil heißt Blue Violet. Und alle vier Teile ergeben circa 10 Minuten den Catalogue of Blue von Kathy Milliken.
Anlässlich einer Performance von Yoko Ono reiste John Cage 1962 nach Kyoto und besuchte während seines Aufenthaltes das Ryoanji-Kloster mit seinem berühmten Steingarten. Verschieden große Felsbrocken liegen auf einem Sandbett, das von Mönchen geharkt und gereinigt wird. Erst 20 Jahre später begann Cage, dieses Erlebnis zu verarbeiten, indem er hunderte Bleistiftzeichnungen seines sogenannten Ryoanji-Zyklus anfertigte. Wir spielen jetzt die einzige dieser Zeichnungen,
die Cage 1983 zur akustischen Realisierung autorisiert hat. Rumi strukturiert dafür mit Klängen der vier Materialfelder Fell, Metall, Holz und Stein die Zeitachse, also die rituelle Sandhakung. Rumi, für welche Instrumente hast du dich entschieden? Ich sehe auch wieder die Rahmentrommel. Ja, also für Instrument, dann habe ich diese Rahmentrommel ausgesucht. Und für Holz habe ich hier einmal Holzbalken und Woodblock. Oh, sorry, das ist ein bisschen zu laut. Und als Metall hier eine Stoßdämpfer, also Springcoil. Das sind Stoßdämpfer von Autos. Vom Auto, genau. Ja. Und dann noch ein Stein hier. So, das ist ein Viermaterial. Die Oboe dagegen verklanglicht die Formen der Steine und deren Oberflächenstrukturen und deren Färbungen im Licht- und Schattenspiel. John Cages Ryuan-ji hat keine festgelegte Dauer und könnte in dieser Zeit vielleicht zu etwas mehr innerer Ruhe, Geduld und konzentrierter Gelassenheit verhelfen. Ich darf Sie noch darauf hinweisen, dass das nächste Konzert dieser Reihe am nächsten Montag, den 4. Mai, wieder um diese Zeit, stattfindet mit Urli Wieget und Werken von Claude Debussy, Sergei Rachmaninow und Olivier Messiaen. Aber jetzt Cage.
Paar.